als er von allen verlassen wurde, seinen Freunden den Beweis seiner Liebe gab. Er nahm das Brot, dankte Gott und brach es und gab es seinen Freunden mit Worten: Esst dieses Brot miteinander, stärkt euch für euer Leben. Das ist mein Leib, der für euch, für euer Leben gegeben wird. Ich schenke euch mein Leben. So nahm er auch den Kelch, dankte Gott aufs Neue und gab ihn seinen Freunden mit den Worten: Trinket alle aus diesem Kelch, denn das ist die neue Verbindung zwischen mir und euch. Eure Schuld ist vergeben, damit ihr frei seid von aller Belastung bis zum Tod. So essen wir von diesem Brot und trinken aus diesem Kelch. Wir stärken uns mit Gottes Gegenwart, damit wir in der Bewegung und den Bewegungen unserer Zeit nicht umkommen, sondern bestehen als freie, einzigartige Geliebte. Amen.